Bunte Lichter, Adrenalin und ganz viel Spaß. So sollte es sein, wenn man einen Freizeitpark besucht. Doch 1972 eröffnete in Mason, Ohio, ein Park, der für einige Besucher zum Albtraum wurde. Lasst mich euch mitnehmen in einen der berüchtigsten Parks Amerikas, Kings Island. Kings Island hatte alles, was das Herz begehrt. Eine Wasserparkanlage, schwindelerregende Achterbahnen und sogar ein eigenes Wildtierreservat. Mit Elefanten, Giraffen und sogar Löwen. Und genau in diese Wildtieranlage führt uns unsere erste Geschichte. Anders als in vielen anderen Reservaten konnte man in Kings Island nicht mit dem eigenen Auto durch das Gehege fahren. Da es in der Vergangenheit immer wieder zu Unfällen mit Autos und Tieren kam, wollte der Park auf diese Möglichkeit verzichten. Stattdessen wurde hierfür eine sogenannte Einschienenbahn errichtet. Ihr Weg führte durch das gesamte Gehege und ermöglichte es den Passagieren, gefahrlos die exotischen Tiere zu bestaunen. Doch obwohl die Passagiere in der Bahn gut geschützt waren und nicht einfach aussteigen konnten, gab es zusätzliche Ranger, die regelmäßig durch die Parkanlage patrouillierten. Ausgerüstet mit Schrotflinten und Funktelefonen sorgten sie für Sicherheit in der Parkanlage. Im Mai 1975 wurde ein neuer Ranger eingestellt, der 20-jährige John McCann. Er arbeitete sich schnell in sein neues Team ein und galt als geschätzter Mitarbeiter. Doch er wurde schnell bekannt für seinen teilweise sehr fahrlässigen Umgang mit den Tieren. Im Löwenbereich sah man ihn gelegentlich, wie er den Tieren spielerisch am Schwanz zog oder versuchte, ihren Kopf zu streicheln. Immer wieder missachtete McCann Sicherheitsregeln. Einmal ließ er einen Löwen auf dem Dach seines Jeeps mitfahren. Der Löwe fand jedoch keinen Halt auf dem Dach, wodurch er mit seinen Krallen durch die Sicherheitsgitter rutschte und McCann schwer im Nackenbereich verletzte. Doch das war nichts im Vergleich zu dem, was sich am 24. Juli 1976 ereignen sollte. Der Tag fing für McCann zunächst an wie jeder andere. Um 8 Uhr erschien er im Reservat und begann mit seinem Kollegen Danny Akers an den Schrotflinten einen Routinecheck durchzuführen. Danach machten die beiden sich auf in das Löwenreservat, woraufhin sie zunächst die Babylöwen und kurz darauf die erwachsenen Tiere auf das Parkgelände ließen. Um 12.45 Uhr kündigte McCann einem Kollegen an, dass er etwas bei den Löwen nachschauen wolle, aber gleich zurück sei. Als sein Kollege Danny Akers McCann um 13.05 Uhr anfunkte, antwortete der 20-Jährige nicht mehr. Als Akers ihn nach weiteren Versuchen nicht erreichen konnte, schaltete sich der Chef-Ranger Pat Callahan ein. Er beauftragte Akers, nach McCann zu schauen, um herauszufinden, warum er nicht antwortete. Als Akers den Jeep seines Kollegen aus der Entfernung bereits sehen konnte, ging er davon aus, dass McCann eingeschlafen sein muss. Doch als er näher heranfuhr, stellte sich raus, dass das ein Trugschluss war. McCanns lebloser Körper lag mit schwersten Bissverletzungen gerade mal 5 Meter von seinem Vehikel entfernt. Seine Schrotflinte und sein Funkgerät befanden sich noch in seinem Wagen. Warum McCann sein Auto ohne seine Ausrüstung verlassen hat, ist bis heute nicht ganz klar. Denkbar ist, dass er eventuell kurz ein Geschäft verrichten wollte und von den Löwen überrascht wurde. Aber wie dem auch sei, McCann wurde das erste Opfer von Kings Island. Mai 1983. 9 Jahre sind vergangen und auch der Park befindet sich in ständigem Wandel. Aus dem Slogan "We've got a happy place" wurde "Come explore the best thrills the world has to offer". Wie in jedem Freizeitpark kommen mit der Zeit neue Attraktionen zu und andere werden abgebaut. Doch manche Attraktionen werden errichtet, um für immer zu bleiben. So auch die massive Nachbildung des 95 Meter hohen Pariser Eiffelturms im Zentrum des Parks. Er führt uns direkt zu unserer zweiten Geschichte. 13. Mai 1983. Der Park öffnete seine Tore zu später Stunde für sogenannte Grad Night Parties. Das waren Nächte, die ausschließlich für junge Highschool-Absolventen gedacht waren. An diesem Abend war einer von ihnen der 17-jährige John Reesley Harter. Er besuchte an diesem Tag mit einer größeren Gruppe von Mitabsolventen Kings Island. Und wie viele junge Menschen waren sie in diesem Abend dem Alkohol nicht ganz abgeneigt. Die junge Gruppe feierte ausgelassen und erkundete die verschiedenen Attraktionen des Parks. Doch irgendwann hat sich Harter im Verlaufe des Abends aus nicht näher bekannten Gründen von seiner Gruppe getrennt. Gegen 22.15 Uhr machte er sich alleine auf zum Eiffelturm. Doch Harter betrat die Attraktion nicht über den Publikumseingang. Er kletterte über einen 1,60 Meter hohen Zaun und verschaffte sich so Zugang zur Notfalltreppe. Was dann passierte, ist bis heute nicht ganz geklärt. Die am weitesten verbreitete Theorie ist jedoch folgende. Harter stieg die Treppe hinauf und kletterte ab einer gewissen Höhe auf einen Stahlträger neben dem Fahrstuhlschacht, eventuell um eine bessere Aussicht über die nächtliche Parkanlage zu erhalten. Zu dem Zeitpunkt befand er sich bereits in schwindelerregender Höhe. Währenddessen suchten auch Harters Freunde den Eiffelturm auf. Sie stiegen in den Fahrstuhl und hielten auf der ersten Plattform des Turms. Doch von dort aus ging es für die Gruppe nicht mehr weiter. Schnell wurde klar, dass irgendetwas nicht stimmte. Die Betreiber des Fahrstuhls schienen Probleme mit der Technik zu haben. Nicht viel später bemerkten die jungen Menschen Blut an einigen Stahlträgern des Turms. Zu diesem Zeitpunkt wussten sie jedoch noch nicht, dass es das Blut ihres Freundes Johnny Harter war. Was war passiert?
Als Johnny scheinbar sicher auf dem Stahlträger stand, wurde er plötzlich vom Gegengewicht des Fahrstuhls getroffen. Dabei verlor das Gleichgewicht und fiel fast 20 Meter auf den hochfahrenden Aufzug. Er war sofort tot. Nach dem Löwenangriff auf John McCann, ein weiterer Freak-Unfall in Kings Island. Doch die tödliche Historie des Parks soll leider hier noch nicht ihr Ende finden. Denn am 9. Juni 1991 starben gleich 3 Menschen in 2 völlig voneinander unabhängigen Unfällen zur fast gleichen Zeit. Unser nächster Stopp? Das Oktoberfest. Es ist kein Geheimnis, dass die Amerikaner großer Fan der deutschen Kultur sind. Oder sollte ich lieber sagen, der bayerischen. Brezeln und Bier halten eben auch die Amerikaner bei Laune. Gegen 9 Uhr machten sich der 22-jährige Timothy Binning und der 21-jährige William Heathcote auf zur bayerischen Attraktion. Sie überquerten gerade eine Brücke zu einem der dazugehörigen Fahrgeschäfte, als sich eine Reihe von skurrilen Ereignissen in Gang setzte. Die beiden kamen an einem Wasserspiel vorbei. Binning wollte scherzhaft etwas Wasser in das Gesicht seines Freundes spritzen. Doch sobald seine Hand das Wasser berührte, wurde er bewusstlos und fiel von der Brücke in die Seelandschaft. Heathcote, der nicht verstand, was gerade passierte, sprang ohne zu überlegen seinem Freund hinterher. Als auch er das Wasser berührte, wurde auch er sofort bewusstlos. Schnell wird der Sicherheitsbeamte Daryl Robertson auf die Ereignisse aufmerksam. Doch auch er begann denselben Fehler und sprang den beiden ohne zu zögern hinterher. 3 junge Menschen trieben nun bewegungslos im Wasser. Erst als sein Gast bemerkte, dass mit dem Wasser etwas nicht zu stimmen schien, konnten die 3 Männer mit Hilfe eines Mülleimerdeckels an Land gezogen werden. Eine vorbeieilende Krankenschwester konnte zeitgleich weitere Gäste zu Reanimationsmaßnahmen motivieren. Der Grund für die sofortige Bewusstlosigkeit der Männer war eine fehlerhafte Belüftungspumpe im See. Sie setzte das gesamte Wasser unter eine gefährliche Hochspannung. Doch während die helfenden Gäste um das Leben der 3 jungen Männer kämpften, ereignete sich nicht weit vom Oktoberfest entfernt ein weiteres Desaster. Die 32-jährige Candy Taylor wartete auf ihre Fahrt im Flight Commander. Die Attraktion bestand aus mehreren 2-Mann-Kapseln, die an einem Metallarm hingen. Die Besonderheit: Die Besucher konnten in ihrer Fahrerkabine Drehungen und Rollen selber ausführen. Die Attraktion war zu der Zeit noch ziemlich neu. Kein Wunder also, dass Candy und ihre Freunde sie ausprobieren wollten. Doch als Candys Begleiter den Flight Commander betraten, war das Mädchen noch mit einem Drink beschäftigt. Sie setzte die Fahrt aus und würde die nächste Fahrt dann alleine machen. In Ruhe schaute sie ihren Freunden zu, wie sie ihre erste Fahrt im Flight Commander genossen. Sie hatten eine Menge Spaß, bis sich die Flugkabinen schließlich langsam wieder dem Boden näherten. Jetzt war Candy dran. Entschlossen näherte sie sich einer der 2-Mann-Kapseln und setzte sich hinein. Alleine. Langsam setzte sich die Maschine in Bewegung und hob die Flugkabine 15 Meter in die Höhe. Die Fahrt ging los. Kurze Zeit später jedoch wurde Taylor bewusstlos. Sie hatte zu viel Alkohol getrunken. Ihr schlaffer Körper hing nun gefährlich unsicher im Sitz. Ohne es zu bemerken, glitt sie seitlich aus dem Sicherheitsbügel. Fatalerweise berührte sie irgendwie dabei die Steuerung und aktivierte die Rolle. Dabei wurde Taylor aus ihrer Kapsel geworfen und landete ungebremst auf einer Grünfläche neben der Attraktion. 15 Meter freier Fall. Ihre Freunde mussten geschockt zusehen. Sie atmete noch, als der Krankenwagen eintraf. Doch sie schaffte es nicht mehr lebend ins Krankenhaus. Mit Taylor wurden auch die 3 bewusstlosen Männer ins Krankenhaus transportiert. Heathcote und Robertson sollten die Stromschläge nicht überleben. Bennington jedoch überlebte und wurde wieder völlig gesund. Ein Löwenangriff, ein Fall vom Eiffelturm, Hochspannung im See und ungesicherte Flugkabinen. Die tödliche Historie von Kings Island ist wahrlich tragisch und faszinierend zugleich. Ich persönlich habe jetzt erstmal genug von Attraktionen in Kings Island. Ihr könnt natürlich gerne noch bleiben. Ich freue mich aber umso mehr, wenn ihr mich auch das nächste Mal wieder begleitet. Also, auf bald.